Hallo und herzlich willkommen zurück in FIFA 22 in der Managerkarriere mit dem FC Hansa Rostock. Heute geht's ran gegen Kiel. Die stehen auf Platz 4 im Moment. Das Hinspiel war ein 1:1. Wir haben in letzter Sekunde quasi noch einen Elfmeter gehalten. Und ich bin mal gespannt, was heute passieren wird. Wir lassen Charlie Wiggott mal auflaufen. Der ist überhaupt nicht gut in Form. Den habe ich auch komplett vergessen. Für alle, die letzte Folge gesehen haben. Ja, die werden es wissen. Das war jetzt was ich überhaupt nicht wollte. Entschuldigung. So. Mann. Ja, irgendwie ist heute echt der Wurm drin. So, Schumacher für Littger. Weiter. Entschuldigung. Und die Trikots noch anpassen vielleicht. Ich denke mal, das sollte klar gehen. Wir legen los und versuchen, ja, ein ähnlich gutes Spiel zu zeigen wie in der letzten Partie gegen den FC Ingolstadt. 4:3 konnten wir da gewinnen, haben ja richtig unsere zweite Halbzeit Muskulatur spielen lassen, wenn man das so sagen kann. Haben ja vor der Halbzeit noch kurz vor der Halbzeit noch eben das 1:2 erzielt. Und dann war es am Ende dann ein, ja, recht schöner 4:3 Erfolg. Der fünfte Sieg in Folge nach einer Vielzahl von, ja, sieglosen Spielen. Der letzte Sieg, den ich auf meinem Zettel sehen kann, vor dieser Serie, war im DFB-Pokal das 4:2 gegen Werder Bremen. Danach gab es, ja, nur Unentschieden und Niederlagen. Und dann eben diese letzten fünf Siege. Strahlendes Wetter hier in Kiel. Wir haben ja zuletzt noch im eisigen, verschneiten Rostock spielen müssen. Kiel hat einfach schon Frühling. So, erstes Foul der Partie. Da ist noch gar kein Sinn und Zweck dahinter, oder es wäre noch kein Sinn und Zweck dahinter, irgendwie eine Karte zu verteilen. Pichler und das unbehauen. Hat ja auch gegen Ingolstadt schon richtig gute Paraden gezeigt. Hat uns damit, man muss es wirklich so sagen, echt den Hintern gerettet. Bapo. Godin und Sander. Pichler. Und da geht es schon wieder nach vorne. Mit Martens. Der spielt nochmal mit Bapo zusammen. Und das ist das 1:0. Und Ulrich Bapo wird langsam zur Tormaschine, wenn es um frühe Führungstreffer geht. Schönes Zusammenspiel. Auch Martens nochmal mit dem Überblick. Aber Martens und Bapu, die haben jetzt natürlich auch das bisschen Druck. Eben durch die Neuverpflichtungen von Oliver Batista-Meyer und Dane Scarlett. 10. Saisontor übrigens für Ulrich Bapu. Ist damit noch Martens auf den Fersen. Der hat ja 12 Tore erzielt. Bis hierhin. Pichler. Ah, sehr gut. Wiggott läuft da den Ball ab. Und ein unnötiges Zuspiel von
unbehauen, der jetzt gegen Pichler ran muss und der knallt das Ding übers Tor. Weiter Abschlag von Unbehauen. Dann muss Bapo sich da irgendwie gegen drei Kieler durchsetzen. Alles klar. Nichts leichter als das. Oder wie sagt man so schön? Mees. Legt sich den Ball zu weit vor. Kein Problem für Unbehauen. Und dann wieder dieser Fehlabwurf. Mees. Gut von Lautaro Spatz. Und Simon. Ja gut, vielleicht ein bisschen zu steil gespielt, aber Schumacher kommt ja noch dran. Jetzt nochmal Schumacher. Ich finde es auf jeden Fall interessant, wie viel Platz uns Kiel so lässt, denn für Tabellenvierten sind die ziemlich offen irgendwie. Und machen solche Fehler. Schumacher. Nochmal eine Hereingabe. Diesmal für Martens. Und der Ball trudelt am Tor vorbei. War noch abgefälscht. Gibt die Ecke. Ja, und sowas passiert dann auch mal. Schumacher. Ecke wird geklärt. Aber da ist Godin. Braucht den Ball aber auf dem linken Fuß. Spielt deshalb lieber raus für Kevin Schumacher. Der hat den auf dem linken Fuß und legt ihn sich zu weit vor. Jason Denayer wechselt von Olympique Lyon zu Leicester City. Kann man mal so machen. Pichler. Ja, und am Ende ist es dann wieder kein Problem für Unbehauen. Der sogar beim Abwurf den Ball an den Mann kriegt. Ingelsson. Ja, Schumacher im Abseits, oder? Nicht im Abseits. 2-0. Ich habe gerade die ganze Zeit noch gewartet, dass die Fahne hochgeht. Das tut sie nicht. Und Martens erzielt das 2-0. Beim Abschluss auch noch die Hilfe hier von Gelios, dem Ex-Rostocker. Der sich das Ding quasi noch selbst reinhaut, wenn man es ganz böse ausdrücken will. Das Tor wird aber Martens zugesprochen. 30 Minuten gespielt. Und eine ganz gute Führung bis hierhin. Ah ne, eine ganz gute Vorstellung bis hierhin. Und eine sichere, ich fühle mich zumindest damit gerade sicher, Führung gegen den Tabellenvierten. Gut von Simon. Ingelsson. Ich mache mir gerade nur ein bisschen Sorgen. Muss ich ja wirklich sagen. 3-0 Bapo. Das ist irgendwie viel zu einfach. Aber das ist jetzt wahrscheinlich wieder so ein Spiel, wo ich mit diesem 3-0 gleich in die Pause gehe. Und in der zweiten Halbzeit haut mir Kiel einfach wieder 4-5 Dinger rein. Und lässt mir gar keine Chance mehr. Aber selbst wenn Xavi Simon eben diese Kopfballduelle gewinnt,
Und Schumacher wird da jedes Mal allein gelassen. Keine Ahnung. Schlechter Tag wahrscheinlich. Keine Ahnung. Vielleicht haben sie sich auf Schnee eingestellt und es kam kein Schnee. Und deswegen kriegen sie es nicht hin. Barpo. Ulrich Barpo legt zurück. 4:0 Martens. Kiels Hintermannschaft bröckelt. Das waren jetzt 11 Minuten, in denen einfach mal 3 Tore gemacht wurden. Und das ist noch lange nicht vorbei, so wie es aussieht. Weil Kiel sich überhaupt nicht wehrt. Da ist schon wieder Schumacher. Der kriegt den Ball noch irgendwie in die Mitte, aber Nsakala, köpft den nochmal weg. Godon, schade. Pichler. Und da geht's mit 4:0 in die Pause. IKK macht Holstein fit. Das sieht gerade nicht so aus, liebe Freunde. Barpo und Martens jeweils mit einem Doppelpack. Legen sich die Dinger fast noch gegenseitig auf. Oder haben sie sich fast alle gegenseitig aufgelegt, ne? Okay, Darmstadt-Paderborn 1-1 und Sandhausen-Heidenheim 0-1. Schaltet lieber alle bei Kiel-Rostock ein. Es ist nämlich gerade ein wenig unglaublich, was hier passiert. Wir werden jetzt Detlow einwechseln für Ingelsson. Kriegt er auch nochmal ein bisschen Spielpraxis. Und dann läuft die zweite Halbzeit. Gab keinen Wechsel. Nee, keinen Wechsel bei Kiel. Und da geht es direkt weiter, aber das war abseits von Kevin Schumacher. Aber das meine ich, die lassen den da komplett alleine. Ah, jetzt gehen sie nach vorne, aber wir kriegen es geklärt. Ah, Mees. Pichler und unbehauen. Das war doch mal ein guter Angriff. Und direkt mal den Keeper ausgenockt. Okay, Kiel geht runter. Kiel wechselt. Porat kommt für Mees. Der gerade diese Chance überhaupt eingeleitet hat, geht sofort raus. Aber vielleicht hat Porat ja noch den einen oder anderen Einfall und da kommt Wahl mit dem 1:4. 54. Minute. Kiel ist auf dem Scoreboard. Natürlich ist es sein erstes Tor. Der hat in 21 Spielen, beziehungsweise in 20 Spielen vorher, nicht ein Tor gemacht. Und dann trifft er natürlich ausgerechnet wieder gegen uns. Weil gegen uns jeder sein erstes Tor macht.
Oh. Ich kann jetzt Leute verstehen, die sagen, sie hätten da gerne Elfmeter. Aber der Verteidiger ist selber weggerutscht, so wie es aussah. Oder wir drücken es ein bisschen anders aus. Die standen sich beide gegenseitig auf den Füßen. Sander. Sander. Und da kommt... Ich sag doch, es ist wieder genau so ein Spiel. Da kommt die Nummer 8. Jetzt habe ich den Namen nicht rechtzeitig gesehen, aber es könnte wahrscheinlich Porat sein. Ja, macht das 2-4. Okay, es ist Mühling. Godin. Ja, jetzt fehlen uns auch die kreativen Ideen irgendwie. Beziehungsweise die gelingen nicht mehr so einfach. Weil Kiel sich jetzt scheinbar in der Halbzeit einen Plan zurechtgelegt hat. Sander. So, Dedlo. Spielt den raus für Godin. Und da ist eine Lücke für Bapo. Einfach selbst den Abschluss suchen. Wieso wollte ich den jetzt unbedingt nochmal auf Martens rüberlegen? Naja. Pichler. Borat. Und Sander. Nochmal Porat. Und Xavi Simon dazwischen. Sehr, sehr gut. Silva. Und Lautaro Spatz. Und da ist wieder der Platz für Schumacher da. Kevin Schumacher bis zur Grundlinie runter. Nur damit sich Kiel dann gegenseitig über den Haufen läuft, aber Gelios die Situation bereinigen kann. Wieder im direkten Gegenangriff, aber auch der wird unterbunden. Pichler. Porat. Wieder Porat. Pichler. Und dann ist Unbehorn zur Stelle. Alles klar. Wir werden wechseln. Entschuldigung. Komm, und Schärfe übernimmt jetzt für Wigget. Bapo. Ja, gute Flanke an sich. Wird noch unterbunden. Oder abgefangen, sagen wir es so. Eigentlich hatte ich jetzt nur Kreis gedrückt, weil ich dachte, ich komme vielleicht nicht mehr an den Ball. Bapo. Und dann ist es abseits von Martens, aber trotzdem eine schöne Idee gewesen. Ja,
War auch zu offensichtliches Abseits. Also den Pass hätte ich vielleicht auch nochmal unterbrechen sollen. Aber gut, Zeit für unsere Doppelwechsel und Kiel will auch noch einmal austauschen. Skripski kommt für Pichler und bei uns ist es eben Schärf für Wigget und Batista Meier für Bapo. Skripski. Ramos. Und die Möglichkeit für Mühling. Wieder von Unbehauen bereinigt. Gibt nochmal die Ecke. Aber es dürfte nicht mehr so viel passieren. Eine Minute Nachspielzeit ist noch zu spielen. Und die ist jetzt zu Ende. 2:4 aus der Sicht von Kiel. Wir gewinnen das nächste Spiel. Und das hat sich gereimt. Cool. Wir gewinnen das nächste Spiel gegen den Tabellenvierten. Und machen weiter unseren Weg nach oben. Meine Güte, ist das schwierig heute. Aber in der zweiten Halbzeit, da hat man schon gesehen, Kiel hat sich einen besseren Plan zurechtgelegt. Wenn uns das jetzt häufiger passiert, müssen wir uns in der ersten Halbzeit immer so viel Chancen rausspielen und sie auch eben nutzen. Dann reicht es eventuell wirklich für die gesamte Zeit von 90 Minuten. Wir gehen mal ins Interview und Darmstadt-Paderborn 1:2, Sandhausen-Heidenheim 0:1. Ich weiß gerade nicht, wie sich das auf die Tabelle auswirkt, aber wir können da gleich gerne nochmal drauf schauen, nachdem hier die Fragen gestellt wurden. Vielen Dank, dass Sie kurz rübergekommen sind, um uns ein paar Fragen zu beantworten. Ja, Martens 2 Tore, Held des Spiels. Bapo hat auch 2 Tore gemacht, das interessiert wieder keinen. Ja, war eine super Leistung. Glückwunsch, Sie konnten Ihre Siegesserie heute ausbauen. Wie lange wird diese Serie Ihrer Meinung nach noch anhalten? Ich glaube nicht, dass uns jemand aufhalten kann. Vielleicht geht das jetzt immer so weiter. Ihre Siegchancen waren nur gering. Hätten Sie mit diesem Resultat gerechnet? Naja, nicht in der Höhe, ehrlich gesagt. Wir hatten ein schweres Spiel erwartet, aber mit dem 4:2 bin ich zufrieden. Danke, dass Sie bei uns waren. Ja, komm, ich wäre auch mit einem 1:0 zufrieden. Ganz ehrlich. So, Bapo erzielt Doppelpack. Okay, ja gut, hier wird nur Bapo erwähnt, Martens nur im Interview erwähnt, das ist okay, das gleicht sich aus. So, ich möchte mich dafür bedanken, dass Sie mich nicht vergessen haben, als ich verletzt war. Alter Junge, wir hatten keine Spiele in dieser Zeit. Und du hattest für 5 Tage was an der Schulter. Wir haben in den letzten Spielen gesehen, wie wichtig du für die Mannschaft bist. An deinem Potenzial habe ich überhaupt keine Zweifel. Nee, du bist der Kapitän. Es hat einen Grund, warum ich dir die scheiß Binde gegeben habe. Wenn du weiter so einen Müll laberst, dann nehme ich sie dir wieder weg. Gut. Platz 10, 29 Punkte. Also wenn man bedenkt, wir standen am 11. Spieltag noch mit 11 Punkten da. Und auch darüber hinaus noch mit 11 Punkten, glaube ich. Dann liest sich das jetzt schon richtig, richtig gut. Es sind nur noch 10 Punkte bis zum HSV. Die spielen aber auch noch. Die haben ein Spiel gegen Bochum. Ja, das werden sie höchstwahrscheinlich gewinnen. Gibt uns aber die Möglichkeit, im nächsten Spiel dann Bochum zu überholen. Nächstes Spiel ist auch gegen Bochum. Toll. Das ist ja passend. Gegen Bochum hatten wir eine nicht so schöne Niederlage kassiert. Also vor allem auch in der Höhe dann. Und ich hoffe, wir können es jetzt besser machen. Also aktuell sieht es sehr gut aus. Wir haben eine Siegesserie von 6 Spielen. Und das kann gern so weitergehen. Also ich würde mich freuen, wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wir sehen uns gegen Bochum wieder. Bis dahin. Und ciao.